Wir haben nicht die Vergangenheit bewertet, weil es uns nicht weiterbringt. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich darüber zu streiten, wer verantwortlich gewesen ist, dass wir 1,2 Millionen erreicht haben und ob es zu vermeiden gewesen wäre, sondern wir haben uns über die Zukunft unterhalten und haben noch einmal klar gemacht, dass die Menschen drei Dinge von uns erwarten. Zum einen wollen sie sichergestellt haben, dass sich Vorgänge wie im letzten Herbst und im Winter nicht mehr wiederholen. Dass also eine völlig unkontrollierte, massenhafte Zuwanderung und Einreise in unserem Land möglich ist, ohne Identitätsfeststellung und somit praktisch der Überblick in einem Land über längere Zeit verloren geht. Wir müssen ja auch heute noch davon ausgehen, dass Hunderttausende da sind, die noch nicht registriert sind, weil sie sich haben noch nicht registrieren lassen. Das bedeutet, wir müssen nicht nur verbal betonen, dass wir dies nicht wollen, sondern wir müssen für den Fall, dass die Situation wieder eintritt, ein Konzept bereithalten. Und den Menschen muss klar sein, dass wir bei Anwendung dieses Konzepts die Lage in den Griff bekommen und eine Wiederholung tatsächlich und objektiv vermeiden können. Nur darüber zu reden, ist genauso, wie wenn wir uns alle wünschen, dass am nächsten Weihnachten draußen Schnee liegt, meine Damen und Herren. Ist hat man meistens Einigkeit, außer bei Wintergegnern, aber das allein hilft nicht weiter, sondern wir müssen den Menschen schon sagen, wie wir es insgesamt machen wollen. Die Menschen wollen zweitens, dass nicht alle, die gekommen sind, auf Dauer im Land bleiben, sondern sie erwarten von uns, dass wenn die Situation in den Herkunftsstaaten sich wieder beruhigt und dort ein Leben möglich ist, dass wir auch konsequent die Menschen wieder zurückführen, dass sie sich am Aufbau ihres Landes beteiligen. Und sie erwarten von uns, dass wir noch konsequenter alle zurückführen, die hier die Integration verweigern, die nichts zu ihrem Lebensunterhalt beitragen oder, meine Damen und Herren, die sogar kriminell werden, also gegen unsere Rechtsordnung verstoßen. Hier gibt es praktisch einheitliche Zustimmung, dass der Staat hier insgesamt zu handeln hat. Dass eine Begrenzung geht, hat uns der österreichische Tiroler Landeshauptmann Platter gesagt. Die haben die Obergrenze eingeführt von Mitte 30.000, glaube ich, 33 oder irgendwas in der Gegend, hat er gesagt. Und sie liegen jetzt bei 28.000 und er geht davon aus, dass sie diese Zielgröße nicht überschreiten. Auch dies zeigt, dass es eben nicht unmöglich ist. Es ist auch in den anderen Ländern möglich, in Europa, die ja ebenfalls eine Begrenzung haben. Dass dies rechtlich möglich ist, hat der Bundesverfassungsgerichtspräsident AD Hans-Jürgen Papier bestätigt, sowohl nach deutschem Asylrecht als auch nach Europarecht, wie auch nach internationalem Flüchtlingsrecht ist eine Begrenzung rechtmäßig und kann ohne weiteres durchgeführt werden. Der dritte Punkt, was wir machen müssen, ist, wir müssen Menschen klar machen, auch das haben wir mit den CDU-Kollegen besprochen, dass Integration so läuft, dass sich diejenigen, die herkommen, in unsere Gesellschaft integrieren. Jeder kann bei uns seinen Glauben ausüben, wie er will, genießt alle persönlichen Freiheiten, aber Integration kann nicht bedeuten, dass sich unser Land innerhalb kurzer Zeit grundlegend verändert. Dies wollen die Menschen nicht, wie wir in Einzelfragen gesehen haben. Und wir müssen ihnen auch sagen und klar machen, dass wir dies nicht wollen und dass wir dies auch verhindern werden. Das sind meines Erachtens die drei Hauptbesorgnisse. Und für diese Besorgnisse müssen wir Antworten haben, zusammen mit der CDU. Wir haben gute Gespräche geführt. Ich glaube, die Kollegen von der CDU haben gesehen, dass uns diese Anliegen ernst sind, dass wir nicht nur darüber reden. Sie haben zweitens gesehen, dass wir wirklich alle den Willen haben, uns in den folgenden Gesprächen mit der CDU zu einigen, damit man dies gemeinsam umsetzen kann. Aber es ist Ihnen, glaube ich, auch klar geworden, dass wir nur etwas zustimmen können, was die Probleme auch löst, sodass die Menschen wieder Vertrauen fassen. Reine Formelkompromisse können wir nicht machen.
Es hat keinen Wert, Positionen zu räumen. Die Menschen wollen nicht in erster Linie Einigkeit, sondern wir wollen Problemlösungen. Und eine Einigung muss deswegen diese Problemlösungen behandeln.